Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen State of Decay 2, was jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, noch nicht offiziell erschienen ist. Es erscheint erst in 2 Tagen. Aber ich habe einen Vorabzugriff bekommen und ja, das Spiel ist von den Entwicklern Undead Labs. Und ja, es ist ein Zombie-Survival-Spiel und ja, da schlüpft man in die Rolle eines Überlebenden. Und ja, diesen Kampf gegen die Zombie-Apokalypse werden wir hier starten. Anmeldung fehlgeschlagen. Okay, ich habe ja noch gar kein Profil hier im Spiel gemacht. Also das war gerade irgendwie ein bisschen eigenartig, aber gut. Ja, werden wir es nochmal probieren. Ich werde aber auch direkt mal den Ton etwas runterschrauben, denn der kommt mir gerade ein bisschen sehr laut rüber. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so laut gerade rüberkommt, aber es ist gerade echt krass über Kopfhörer. So, Grafik stellen wir mal auf, ja komm, machen wir auf Ultra. Und sonst Vollbild ist drin. Okay. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus sonst von den Einstellungen. Steuerung, gut, das werden wir, denke ich mal, im Laufe des Spiels erklärt bekommen oder ansonsten muss ich es nochmal nachschauen. So, dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel und zwar eine neue Gemeinschaft. Ich muss dazu sagen, ich habe State of Decay 1 leider nie gespielt. Ich habe Videos davon gesehen, mehrere. Aber gespielt habe ich es leider nie, was ich echt ein bisschen bereue. Und hier kommen wir zur Charakterauswahl. Wähle deine Charaktere. Wir müssen hier 2 Charaktere anscheinend auswählen. Einmal ein Geschwisterpaar. Wir haben hier eine kleine Geschichte zu denen. Monate nach der Apokalypse hast du einen entfremdeten Bruder gefunden. Okay. Also hier wird ein bisschen Story gemacht zwischen den Charakteren. Wir sehen hier so ein bisschen die Eigenschaften, wofür die jetzt hundertprozentig dastehen, weiß ich nicht. Also Cardio könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dafür steht, wie groß die Ausdauer ist und so. Dann haben wir hier weitere alte Freunde, das sind ja anscheinend wirklich 2 alte Kumpels seit der Mittelschule, okay. Also wir haben jetzt hier nicht quasi nur ein Pärchen, wie das eben gerade war, oder ich denke zumindest, dass das eine eben Pärchen war. Und das sind einfach jetzt ein paar Freunde, zumindest steht hier nichts davon, dass die beiden ein Paar wären. Und auch hier sind die Unterschiede ein bisschen anders zu denen, die wir gerade eben hatten. Also Cardio, Geistesgegenwart, Kämpfen, Schießen ist ein bisschen unterschiedlich. Also da müssen wir gleich mal gucken, was wir da nehmen. Beziehungspause. Okay, das könnte ein lesbisches Pärchen sein. Also zumindest laut der Oberzeile hier, Beziehungspause, könnte ich mir das vorstellen. Hier sieht man, die haben beide ganz gut bei Cardio. Geistesgegenwärtig sind sie beide nicht wirklich. Kämpfen kann die Laura ganz gut und schießen. Und auch die Sachen, die jetzt so dabei stehen, ich sag mal hier von der Persönlichkeit jetzt, sind eigentlich auch interessant. Amateurpilotin ist die Kylie. Also ich weiß nicht, ob man in State of Decay 2 ein Flugzeug fliegen könnte. Das wäre auf jeden Fall cool. Hier haben wir das seltsame Paar. Okay, ja gut, die rechts, die sieht ein bisschen aus wie so eine Goth-Braut. Lebt praktisch in einer Bar. Okay, ja, das würde ich ihr zutrauen. Kämpfen ist bei ihr jetzt nicht so, Ausdauer auch nicht, Schießen auch nicht, aber sie ja, ist eine Forstfrau und kann da ja anscheinend gut Gartenbau machen. Er ist ein bisschen besser, er hat anscheinend eine bessere Ausdauer, kann anscheinend ganz gut kämpfen, ist ein Fitnessboxer. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wen nehmen wir? Also die haben natürlich ganz gute Werte, zumindest der Typ. Hier, finde ich, hat dieser Alex ganz gute Eigenschaften. Und die beiden muss man eigentlich auch nicht vernachlässigen. Obwohl, selbst Rob ist eigentlich gut. Die Dawn ist nicht so geil, aber der Rob hat eigentlich auch sehr gute Werte.
jetzt ist die Frage, für was entscheiden wir uns da jetzt? Also bei den beiden, ich weiß es nicht. Also da bin ich etwas unentschlossen. Also ich habe, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht halt entweder, obwohl ich die etwas seltsam finde, die Dame, entweder ja, sag ich mal, den Rob oder hier den Alex mit dem Ivan nehme oder halt das Geschwisterpaar. Aber von den beiden Damen bin ich jetzt nicht so überzeugt. Da finde ich eher halt hier das Geschwisterpaar oder hier die beiden eigentlich am besten, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was wir denn nehmen. Der ist zwar auch nicht so verkehrt, aber wie gesagt, sie kann nicht unbedingt wirklich viel. Weil wir müssen ja irgendwie überleben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Alex nehme. Und Ivan. Komm, den nehmen wir jetzt einfach. Und ja, bin mal gespannt, was wir hier erleben werden in dem Spiel. Wie ich es auch gehört habe, wenn man stirbt, ist man permatot. Das heißt, man fängt quasi komplett von Neuem an. Ich hoffe, dass wir nicht sterben werden. Werden es mal versuchen zu überleben. Aber ich halte jetzt erstmal die Klappe bei der Cutscene. Mal gucken, was die hier zu sagen haben. Keep moving, keep moving. Okay. What is that shit, man? It's like its whole body is an open wound. Ja. That gate won't hold them long. Der sieht wirklich nicht ganz frisch aus. Als wäre der wirklich komplett aufgerissen oder so. Okay, durch die Tür oder gegen die Tür kann ich jetzt nicht schlagen, um ihn da wegzuhauen. Die scheinen auch relativ aktiv zu sein. Also in manchen Spielen habe ich es anders erlebt. Okay, wir müssen hier auch anscheinend mit den Leuten quatschen. Wie gesagt, ich habe leider den ersten Teil nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das in State of Decay 1 war, ob es da auch so Gespräche gab und wo man sich dann entscheiden muss. Ist aber auf jeden Fall was Neues für mich. Okay, angreifen. Oh, da kommt direkt der Erste. Oh, da ist direkt noch einer. Shit, Biters got through their security. What security? There's nobody here. Okay. It's a refugee camp with no refugees. Looks like they left all their stuff too. Okay, wir müssen hier anscheinend nach Vorräten suchen. Da vorne haben wir eine blinkende Kiste. Da dürfte doch bestimmt was drin sein. Umschalte links für schnelle Suche. Aber ich mach's jetzt erstmal so. Okay. Was haben wir dann? Verband. Sehr schön. Den nehme ich aber noch nicht, denn wir, so viel haben wir jetzt noch gar nicht verloren an Energie. Den will ich mir lieber aufsparen, denn ich denke mal, die Ressourcen werden schon sehr knapp sein. Da haben wir einen Zombie. Ich glaube, den hauen wir erstmal. Autsch. Aua. Ah, toll, jetzt ist mein Schläger kaputt. Aber wir haben ein Messer. Okay. Okay, damit geht das natürlich auch. Aber wird wahrscheinlich gegen größere Gegner etwas schwieriger werden. Von daher denke ich mal, müssen wir dann auch uns neue Waffen besorgen. Bestimmt dann auch irgendwann Feuerwaffen und so. So, da war jetzt nichts drin. Da gucken wir doch mal hier rein. Okay, die ist nicht weit weg da vorne. Ich hoffe, die bemerkt uns jetzt nicht. Nochmal ein Verband und eine Tüte mit Snacks. Ich gucke aber... Ah, da ist noch eine Kiste. Okay, der läuft mir brav hinterher. Sehr schön. Ah, okay. Super. Diese Schnellsuche, die macht einfach, dass es etwas schneller geht und anscheinend macht man dann Geräusche. Sollte man natürlich, wenn man dann in der Nähe von Zombies ist, vielleicht nicht unbedingt machen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die von Geräuschen angelockt werden. Okay, die ist schon mal platt. Dann öffnen wir die Kiste hier auch noch. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Waffe.
Okay, wieder ein paar Snacks. Ja, der Kopf von der ist auf jeden Fall mal weg. So, den lasse ich jetzt erstmal ankommen. Sehr schön. Da kann der Ivan dem erstmal eine reinhauen. Sehr gut. So geht das eigentlich bisher ganz einfach, die Zombies hier abzuwehren. Aber das sind ja auch nur einzelne. Und ich denke mal, hier im Tutorial sind die sowieso noch etwas schwächer, die Zombies. Das heißt, ja, wir werden nach und nach uns definitiv etwas steigern müssen und bessere Waffen und alles finden. Ah, und auf C, wenn man C gedrückt hält, kann man kriechen, beziehungsweise langsam anschleichen. Ja, das ging doch mal, der konnte sich noch nicht mal in der Zeit umdrehen, sehr schön. Ah, sehr schön. Okay, ich gucke aber vorher noch, ob hier noch irgendwas ist, bevor ich hier weitergehe. Da ist nichts. Da ist noch eine Kiste. Aber hier scheint schon einiges leer gelootet zu sein halt. Noch ein paar Snacks. Okay, auf F macht man eine Taschenlampe an, die man am Oberteil hat. Beim Mausrad kann man zwischen Snacks und Verband wechseln, okay. Jetzt weiß ich nur nicht, wie kann ich denn jetzt die Waffe auswählen? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Einstellung gucken wir mal. Steuerung. Ja, müssen wir wahrscheinlich unter Steuerung neu belegen gucken. Ausweichen, Kampf, Hinrichtungen, okay. Schießen, zoomen, ist klar. Aber ich sehe nichts von Waffe wechseln oder so. Bin ich jetzt blöd? Also sehe ich jetzt hier gerade überhaupt nicht die Waffen. Okay. Super, wie mache ich das jetzt? Wie rüste ich die Waffe aus und wie wechselt man Waffen? Das wäre jetzt schön, wenn das hier auch noch stehen würde. Das muss ich anscheinend jetzt selber wahrscheinlich rausfinden. Kann ich nur Gegenstände ablegen, ausrüsten, aber... Gucken wir mal. Auszoomen, okay. Hier scheint sonst nichts mehr zu liegen. Ne, mit dem Mausrad können wir nur, egal in welche Richtung wir drehen, nur zwischen Verband und den Snacks wechseln. There's a thought. Waiting to make sure your friends aren't dead? I didn't leave you, man. We've been over this. You only came back because you forgot your stash of food. Hm. Oh, the food I selfishly shared with you? Right. Okay. Anscheinend muss man hier... Hä? Nee, hat er jetzt nicht gemacht. Ach so, wenn ich auf dem Item selber bin, muss ich F drücken, um das auszurüsten. Ah, okay, gut zu wissen. Ah, jetzt haben wir das Ding nämlich auch in der Hand. Sehr gut. Jetzt würde ich nur gerne wissen, wie man jetzt zwischen dem Rohr, was wir jetzt haben, und dem Messer switchen kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Noch ein Verband. Verbände kann man, denke ich mal, in so einem Spiel nicht genug haben. Okay, lasse ich den jetzt erstmal näher kommen und schalte den aus oder gehe ich direkt zur Kiste? Obwohl, ich lasse ihn erstmal näher kommen. Komm. Ah, jetzt kommen beide. Schade. Oh. Okay, jetzt müssen wir schön kämpfen. Jetzt sind wir nämlich mit 4 Zombies. Ah, Alter, was soll das? Dumme Sau. Bam. Na, schön daneben geschlagen. Den Fettsack erstmal den Kopf zertrümmert. Okay, Ivan hat den Rest erledigt. Sehr schön. Scheint ja doch nicht so nutzlos zu sein, die KI hier. Okay, noch ein Verband. Sehr schön. Aber ich würde gerne noch was anderes finden als Verbände. Da ist auch nichts mehr. Okay. Dringe tief in das verlassene Lager ein. Okay.
What is this place? Central booking? Kann man die Tür eigentlich zumachen? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Nicht die Taschenlampe aus. So. Aber man kann die Tür einbrechen. Oh. Fuck. Yvonne. Na komm schon. Ah, wenn der dahinter steht, da kann ich den nicht schlagen. Okay. Nasty. Looks just like that thing we saw outside the gate. The fuck? Fucking biter bit me. Fuck. Oh. So much for food and beds. Okay, das kennen wir ja eigentlich aus jedem Zombie-Spiel und jedem Zombie-Film. Der gebissen wird, wird am Ende selber zum Zombie. Das heißt, den guten Ivan müssen wir jetzt im Auge behalten. Nicht, dass der jetzt auch zum Zombie wird und uns angreift. So, da ist eine Kiste. Ich gucke aber vorher, ob wir hier irgendwas noch haben, was wir looten können. Denn wir wollen ja nichts verpassen. Denn ich denke mal, dass wir hier gleich verschwinden müssen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das Lager vielleicht überrannt wird oder so von den Viechern. Und überall liegen hier ein paar Leichen. Ich frage mich jetzt, wie die gestorben sind. So, machen wir die Kiste doch mal auf. Vielleicht gibt es da was Besseres drin. Toll, ein Dokument. Toll, in dieser Kiste war einfach nur ein Zettel drin. Das ist natürlich toll. So, sonst scheint hier nichts in dem Raum zu sein. Ja, gebissen vielleicht nicht, aber von einem Zombie noch nie gebissen. Oha. Ja, hier sind verdammt viele Zombies. Halte Steuerung, um einen Zombie am Boden hinzurichten. Okay. Ah, okay. Das war jetzt irgendwie... Hä? Oh, ich sollte auch Steuerung ganz durchdrücken. Nice. Okay. Was haben wir denn hier dran? Something's wrong. I feel like I'm burning hot. Alright. Okay, der scheint schnelle Symptome irgendwie zu kriegen. Also ich kann mir vorstellen, dass der nicht lange durchhalten wird. Da geht's raus. Ich mache erstmal... Sollten wir uns einen sicheren Ort suchen oder sollten wir ein paar Medikamente suchen? Ja, das machen wir gleich. Ich will erstmal hier die Kiste in Ruhe suchen. Okay. Das war jetzt nicht so gut, aber es kommt keiner. Okay, die Schnellsuche scheint ja nicht so wirklich wirksam zu sein manchmal. Die Kiste kann man anscheinend nicht schnell durchsuchen. Oh, eine Nahkampfwaffe, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Hier sehe ich gerade gar nichts, okay. Das heißt, wir müssen hier hinten lang. Okay, da stehen ein paar Zombies. Verwende Verstohlenheit, um leise an den... Okay. Okay, den können wir uns jetzt schön von hinten packen und abstechen. Okay, ja. Ich sollte auch wirklich direkt Steuerung drücken und nicht erst beim Angriff. Au! Arschloch! So, Kopf eingeschlagen, so. Okay, mit den ganzen Zombies will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. So, bücken. Und langsam hier durchgehen, damit die uns ja auch hier nicht bemerken. Oh. Ja, wie soll ich dem denn ausweichen? Oh. Okay. Renne zur Leiter, okay. Ja, da sind noch ein paar Zombies im Weg. Ich glaube, die hau ich vorher mal lieber kaputt. So, weg mit dir. Bevor mich der hinter mir ist, auch noch mich greift. Ivan scheint schon hochgerannt zu sein. Ja, der steht da schon. What are you doing here? This camp has been decommissioned.
Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah, normal meds won't help. Better head to the S&B. Okay. And pray the doc still has what you need. Okay, wie sich das... Wie sich das anhört, gibt's anscheinend irgendwas, um ihm zu helfen. Ich hoffe, dass das wahr ist und dass wir nicht Ivan schon direkt am Anfang verlieren werden. Aber das wäre schon ein bisschen sehr merkwürdig, finde ich. Na, ihr kleinen Zombies. Wollt ihr etwa hier rein? Ich lasse euch aber nicht, weil der Zaun ist Gott sei Dank sehr stabil. Okay, da steht eine Frau, ansonsten sehe ich hier nichts mehr. Why are you still here? The last trucks left days ago. Bist du der Arzt? Ja, fragen wir sie das doch. Gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his blood is on fire. I see. You better come with me. That thing in the cage looks like the one that bit me. You're looking at blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Na, lecker. I'm gonna turn into one of those things? You would, if I weren't here. You, time to help your friend. Okay, die scheint anscheinend zu wissen, was sie macht. Case in there. Bring me whatever you find. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We found a cure that works if you use it soon after infection. Ja, Taschenlampe aus. The army took our lab. Warum will die hier nicht reingehen? But they didn't get everything. Was haben wir denn da? Okay. Gucken, ob sie ihm damit helfen kann. Did you find it? Keine Medikamente, aber Seuchenprobe. No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. That day we talked about, it's here. It's time to go. Das hört sich nicht gut an. You can't leave Charlie. If you stay, I gotta stay. Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye, you know? Make it quick. We don't have much time. Hey, I need your help with something. That thing in the cage, it was a person once. Ach, Charlie echt? And I? We were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Okay, willst du mir jetzt sagen, ich soll den alle machen, oder was? Nimm diese Waffe, bring ich zu Ende. Ach. Okay, dafür kriegen wir aber wenigstens eine Waffe. Da unten. Okay, da haben wir einen Fernkampf. Okay, sehr schön. Dann, ja, 10 Kugeln ist zwar jetzt nicht gerade viel, aber besser als gar nichts. Okay. So, na gucken wir mal, dass wir dir die Rübe wegballern. Sehr schön. Sorry. I hope you're in a better place now. Okay, und jetzt hoffe ich, dass die unserem Freund hier weiterhelfen kann. Aber irgendwie spackt das gerade mit dem Zielen rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt. Dude, I'm sorry. I know I'm a fuck up. An meiner Maus oder ob es am Spiel liegt. Don't let me go out like that. No way. Someone's gotta come up with all our great plans. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal austesten, ansonsten muss ich mal eine andere Maus anschließen. I hope I never have to repay the favor. Hey, come over here for a minute. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe drei Städte einer... Okay. Okay, wir haben also das Vorgebirge draußen am Plateau oder eins in einem Tal. Ich würde sagen, ein Tal ist schwierig. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die Zombies erst recht einfallen können.
Also eher ein Vorgebirge oder ein Plateau wäre, glaube ich, besser. Entscheide ich mich jetzt fürs Vorgebirge oder fürs Plateau? Ich glaube, so ein Vorgebirge dürfte schon fast das Beste sein, denn ich kann mir vorstellen, dass da die Zombies nicht so einfach durchgehen können. Good idea. Darum, ja, nehmen wir das einfach. You drive, I'll ride shotgun. Okay, ja, und in State of Decay dürfen wir auch fahren. Sehr schön. Das habe ich schon in den Videos vom ersten Teil gesehen, dass man da wohl auch fahren konnte. Wie gesagt, ich habe es halt nie gespielt, den ersten Teil, und ich habe halt nur ein paar Videos gesehen. Aber es gefällt mir bisher ganz gut, also sowohl grafisch als auch ja, von der Story bisher. Ich bin gespannt, wie sich das hier so entwickeln wird. Es wird eventuell auch sein, dass wir das mit ein paar Leuten zusammenzocken im Koop. Vielleicht mit CD und Stertalios. Müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie es mit den beiden aussieht, ob sie sich das Spiel holen wollen und wie das zeitlich bei uns allen hinhaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das schön gemeinsam ein bisschen zocken. Okay, das ist anscheinend dieses Vorgebirge. Damn, we're out of gas. I guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. I vote we listen to the doctor. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Some place we can build what we need to keep your friend from dying. Okay, hört sich gut an. So. Mehrspieleroptionen sind jetzt verfügbar. Okay, wir können offline, privat oder nur Freunde. Ja, ich würde sagen, nur Freunde. Wenn werde ich das ja so mit CD und Zitalis vielleicht zocken. Okay, öffne die Karte mit M. Ja gut, das kennt man halt aus den meisten Spielen eigentlich. Er stellt jetzt gerade da unten eine Sitzung. Ich weiß nicht genau, was er da jetzt vorhat, aber gut. Ich würde aber sagen, wir machen einfach an der Stelle erstmal Schluss, Leute, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!